Ach, diese Lags, die nerven wirklich. Was ist denn heute los? Das hatten wir ja noch nie in über 100 Folgen. So schlimme Lags. Habe ich irgendwas falsch gemacht heute? Ich weiß es nicht. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Ach, ich habe ja gar keine... Ich habe gar keinen Mana mehr. Oh Mann. Naja, warten wir eben kurz, bis die Aussage so wieder regeneriert ist. So. Handeln. Das da kommt weg. Ich habe viel zu viele Tränke, muss ich feststellen. Die kommen weg. Ja, viel zu viele Tränke. Oder sind es die Pfeile? Ach, ich habe 346 Pfeile. Es sind die Pfeile, nicht die Tränke. So, 85 mal 1,36 sind 116. Nein. Nein. Ja, falschen auf 31. Gut, gehen wir kurz pennen und dann... Obwohl, wir müssen nicht mal pennen. Wir können einfach sofort mit dem Schildschreiter reisen. Dadurch regeneriert unsere Magie auch. Reise nach Vivek. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum Gleichen. So, nördlich von der Brücke vom Fremdenviertel aus gibt es eine Brücke nach Osten über den Fluss. Oh, eine Quammermine. Quammerarbeiter. Hawaii-Eiermine, abgenutzte Höhlentür. Naja, wir holen uns den Netsch. Den Arbeiter lassen wir natürlich im Leben. Das sind mehrere Netsch. Leck. Der Netsch hängt am Baum. Naja, dann können wir wenigstens gut Schütze skillen. Schon, Ausdauer ist gleich voll. Ausdauer ist voll. Ja, ich habe 300 Pfeile, mit denen ich testen kann. Üben kann, meine ich. Kommt einfach nicht vorbei. Ob er irgendwann durchbuggt? Vielleicht kommt er doch irgendwann mal vorbei. Oder ich töte ihn vorher. Könnte natürlich auch sein. Oh, jetzt hätte er es fast geschafft. Aber vermutlich geht er gleich wieder nach rechts. Also von sich aus gesehen nach links. Ja. Wenn das so weitergeht, kommt er dann nie raus. Bis wir ihn töten. Was ist denn nochmal nach links gegangen? Jetzt geht er wieder nach rechts. Jetzt noch mal nach rechts? Nein, nach links. Langsam dürfte ich aber schon mal treffen. Jetzt habe ich gar nichts getroffen. Jetzt. Ne, Hedge, wieso treffe ich dich nicht? Sag mal. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ein Treffer noch. Jetzt hat er es fast durchgeschafft. Leck. Okay. Was sind das für... Holen wir uns erst einmal den Netsch. Komm, die Lecks sind echt unglaublich. Obwohl, ich möchte mir die erst mal so ansehen. Schon wieder ein Leck, das gibt's doch nicht. Das ist richtig blöd heute. Netschbulle. Oh, ein Pfeil hat er gedroppt.
Soll ich mir wissen, ob die feindselig sind oder nicht? Ich stehe fast direkt neben ihm und er ist nicht feindselig bisher. Keine Ahnung, wo ich hier bin. So, was bist du? Eine Netschkuh! Ist das hier eine Netschfarm oder was? Fevese Sarion. Netschkuh. Nur eine nette, nett gemeinte Warnung. Erschreckt bloß nicht die Netsch. Keine Sorge, sie sind absolut harmlos, wenn man sie in Ruhe lässt. Wenn ihr sie jedoch ärgert, dann sieht es böse aus. Besonders bei einer Netschkuh. Die Netschkuh ist die größere Gefahr. Es ist zwar der Netschbulle, der giftig ist, aber die Netschkuh ist doppelt so garstig und stark. Netschbulle. Normalerweise hat eine einzelne Netschkuh einen Harem von 5 oder 6 Netschbullen. Jedoch halten wir das Bulle-Kuh-Verhältnis eher bei uns zu 1:1, um die Zucht voranzutreiben. Dies macht unsere Netschkuh offenbar ein wenig aggressiver als in der freien Wildbahn. Was wünscht ihr? Jetzt weiß ich nicht. Eventuell sollten wir sie vielleicht doch nicht töten. Grober Gratplantage. Lassen wir es lieber, bevor wir noch Ärger bekommen. Wo ist denn Osten? Osten. Es sieht vom Wiebeck Fremdenviertel geradeaus nach Norden und dann irgendwann über eine Brücke nach Osten. Dann kommt irgendwann eine Holzbrücke nach Osten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die echt töten soll. Ich lasse es lieber. Nicht, dass es noch Ärger gibt. Die Ratte kann ich töten. Daneben. Daneben. Nein, jetzt dreht sie um. Treffer. Und ein Leck. Oh, hätte getroffen. Jetzt reicht es aber. Seelentrinker. Blocken auf 38. Ja. Die Seele gehört mir. Leichte Rüstung auf 25. Eine erkrankte Ratte. Also heute ist echt der Wurm drin mit diesen Legs. Jetzt haben wir 3 von 10 Punkten. Athletiker 35, haha. Also das muss ich eigentlich fast schon speichern. So. Der Netsch, der ist aber, gehört aber bestimmt nicht zur Farm. Also wenn das so weitergeht, dann habe ich bald keine Lust mehr. Dann nehme ich heute nur 1,5 oder 2 Stunden auf, statt 3. Ja, so möchte ich das. So möchte ich auch nicht spielen, die ganze Zeit Lags. Okay. Ausdauer. Ausdauer. Haben wir irgendwo Magie festigen? Nein. Reflexion, ja gut, das ist vermutlich Gift. Ausdauer und Lebensenergie wiederherstellen. Genau der Trank, den ich gesucht habe. Greifst du mich gar nicht an? Ich sag bloß, du hängst jetzt an dem Pilz da. Geil. Ich glaube, jetzt greife ich an. Ja. Na gut. Er hat keine Seelenfalle drauf, obwohl ich getroffen habe. Naja. Eine meiner Pfeile.
So, dem Pfad... Es ist auf dem Pfad folgen. Was ist denn das? Nein, nein, nein. Ich halte mich jetzt einfach den Weg und schaue mir jetzt nicht alles an. Dann ist dann eine HQ. Aber sie ist auch an der linken Seite. Ist das vielleicht das Haus? Wow, wir haben es gefunden. Silberschale, sei gegrüßt. Mein Name ist Pirnet Belluel. Kann ich euch helfen? Geht es um meine verschwundene Silberschale? Eine Silberschale, die ich von meinem Gatten erhalten habe, ist vor kurzem aus meinem Haus verschwunden. Wisst ihr, was damit geschehen sein könnte? Ich habe eure Silberschale gefunden. Nein, entschuldigt die Störung. Die Schüssel ist aus meinem Haus verschwunden, während ich Freunde in Fort Pelagiat besuchte. Mein Ehemann, er ist ein Offizier der Legion in Argonien, erhielt die Schüssel von Händlern der ostkaiserlichen Händlergilde als Dankesgeschenk. Seine Einheit eskortierte einen Kurier der Gesellschaft, als sie von Banditen überfallen wurden, aber mein Mann erschlug den Anführer der Schurken und trieb die anderen in die Flucht. Hattet ihr vor, mir die Schüssel zurückzubringen? Natürlich, ist die Schüssel Schale oder ich habe eigentlich eine Belohnung erwartet oder nein, ich habe sie gefunden und ich werde sie behalten. Ja, natürlich, hier ist die Schüssel Schale. Hab vielen Dank, das bedeutet uns sehr viel. Leider kann ich euch nur wenig als Belohnung anbieten, aber ich lebe schon sehr lange hier und wir haben viele Freunde. Ich könnte euch einige nützliche Ratschläge geben, wie ihr für eure Waren den besten Preis erzielt. Und darf ich euch einer guten Freundin in Pelagiat vorstellen? Ikfa ist eine Heilerin und Adeptin des kaiserlichen Kults. Sie wird vielleicht versuchen, euch zu überzeugen, dass ihr dem kaiserlichen Kult beitreten solltet. Warum auch nicht? So, die Schale entfernt. Eine Fertigkeit. Falschen ist um 1 gestiegen. Ja, geil! Und das Tagebuch wurde aktualisiert. Also das finde ich mal, das ist die beste Belohnung, die sie uns geben konnte. Das habe ich noch gar nicht gelesen gehabt. Ikfa sagt, ihrer Freundin Pirnet Belluel wurde eine Silberschale gestohlen. Sie beschrieb mir den Weg zum Haus ihrer Freundin vom nördlichen Eingang des Fremdenviertels in Vivek. In nördlicher Richtung von der Brücke in das Vivek-Fremdenviertel gibt es eine von Ost nach Westen verlaufende Brücke über einen Fluss. Ich soll die Brücke nach Osten überqueren und dann dem Pfad nach Norden folgen. Danach muss ich links an Nileras Bauernhaus vorbei und das nächste nördliche Haus ist das von Pirnet. Also von wegen Brücke, wir waren die ganze Zeit nur auf dem normalen Pfad. Die Silberschale, die ich fand, gehörte Pirnet und Armand Belluel. Armand hatte die Schale als Geschenk von dankbaren Händlern erhalten, nachdem er die Banditen verjagte, die einen der Kuriere der ostkaiserlichen Händlergilde überfallen hatten. Ich brachte ihr die Schale zurück und als Dankbarkeit gab es mir äußerst nützliche Informationen über die hiesigen Händler und darüber, wie ich bei ihnen die besten Preise aushandeln kann. So, Optionen, Aufgaben. Die Pilger heißt mir noch. Bin kein Totenbeschwörer. Erzählt Geschichte. Lalu Hattata. Dann machen wir die Pilgerreise weiter. Ja. Pilgerreise. Moment mal. Ich habe den Pfad des Pilgers gelesen und den Standort ist. Ich hoffe, nur weil es hier nicht aktualisiert wurde, dass ich die Schreine nicht nochmal besuchen muss. Das wäre echt fies. Naja, auf jeden Fall lesen wir mal den nächsten. Rätselkanal. Schrein der Gerechtigkeit. Nahe dem Altar ist Vivek's. Was? Der Schrein der Gerechtigkeit wird im Genesis-Tempel bewacht. In dem Dorf Genesis nordwestlich auf der Straße von der Stadt Aldrun. Okay, also nach Genesis müssen wir. Ich glaube, jetzt komme ich nach Vivek, oder? Ja. Ist nicht schlimm. Wir wissen ja, wie wir zum Schlickschreiter kommen. Und das ist definitiv ein kürzerer Weg, als wenn wir den gesamten Weg, den wir gekommen sind, wieder zurückgehen würden.
ein knallharter. Also so macht es wirklich keinen Spaß. Ich glaube, ich nehme heute nur 2 Stunden auf. Wie lange nehme ich denn schon auf? Oh, ich nehme schon fast 1,5 Stunden auf. Geil. Ich habe doch die Alchemie, habe ich wohl sehr lange gebraucht. Gut, dann. Ja, keine Ahnung. Aber wenn ich eh schon 1,5 Stunden, sagen wir mal, habe ich ungefähr. Ich habe so gegen 30 angefangen, jetzt ist 3/4. Kurz vor 30 eigentlich. So, Fremdenviertel. Dann. Ja, mache ich jetzt noch 3/4 Stunde und dann passt das. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich. Das Land gefällt mir, ja. Es wird mir noch mehr gefallen, wenn ich alles erkundet habe. Hehe, die ganze Karte. Alles. Die ganze Weltkarte, alles. Auf die Insel da oben bin ich schon gespannt. Aber ich muss auch schon sagen, ich habe jetzt schon ziemlich viel erkundet. Also so viel hatte ich... Ich hatte noch nie in meinen privaten Spielen so viel erkundet. Ich hatte auch noch nie ein so hohes Level erreicht. Ich glaube, mein höchstes Level war, glaube ich, mal 5 oder 6. Das finde ich irgendwie toll. Und jetzt komme ich wahrscheinlich nicht nach Genesis. Ach, den überzeugen wir erst einmal. Das war ja gut. Nein, dann gehen wir nach Balmora. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Alderun? Und Genesis. Wo wollt ihr hin? Das zum Gnisis-Tempel. Ich muss ihn nur noch finden. Das da könnte er sein. Sieht zumindest ähnlich aus wie der Tempel in Balmora. Da müsste da der Eingang sein. Und das ist das Zeichen des Tempels, oder? Dunmer-Tempel. Ich war noch nie hier in Gnisis.